zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Ich sitze hier vor einem Envolo Pocket Taschenalbum oder Mini Taschenalbum oder Tütenalbum. Gibt ja ganz viele Bezeichnungen dafür. Fest steht, dass man das Ganze immer aus Tütchen bastelt oder aus Umschlägen bastelt. Ich habe hier für diese Variante die Tütchen aus dem Handlettering Set. Ich hatte davon noch eins. Eins habe ich ja schon verarbeitet im Album. Aber hier habe ich noch einige drin. Die sind richtig schön breit, haben eine angenehme Breite von 14 cm, sind richtig gut stabil und es bietet sich förmlich an, daraus so ein Album zu basteln. Ich habe vor, oder genau, ich habe ja im Action diesen 3D-Block gefunden mit diesen Bilderrahmen hier drin, mit diesen älteren Motiven da drauf, mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern. Und da ist mir sofort die Idee gekommen, Mensch, das kannst du doch mit deinen alten Familienbildern auch machen, die ja irgendwo auf dem Boden in einem Album oder eine Kiste liegen. Bin dann auch hin und habe mir die ganzen Bilder wieder rausgesucht. Leider, ja, wird es dann mit den Jahren auch nicht besser mit den Bildern. Man kann zwar alles sehr gut noch drauf erkennen, aber sie sind irgendwie alle so richtig schön gewählt. Jetzt versuche ich schon seit Wochen die und Tagen, die hier so zusammenzupressen mit ganz vielen Büchern übereinander. Klappt nicht ganz und irgendwie möchte ich das Original auch nicht so richtig verarbeiten. Deswegen habe ich das Ganze mal wieder in meinen Kopierer geschickt und mir das ausgedruckt auf dem etwas kräftigeren Papier vom Action. Und ich finde, es hat super funktioniert. Hier ist das Original. Oh, da sind wir. Genau. Und hier ist die Kopie. Ist eine super Alternative. Jetzt brauche ich nicht das Originalbild dafür verarbeiten, sondern das kann wieder zurück ins Album wandern. Aber ich kann ihn trotzdem, oder ich kann das Bild trotzdem super gut verwenden. Hier oben auch. So, diese Alben möchte ich jetzt, oder diese Form des Albums möchte ich jetzt eigentlich für jedes Familienmitglied anlegen. Das Ganze kommt dann in eine etwas größere Box. Ich hatte mir so die Breite von dieser hier ausgedacht oder finde diese Breite ganz toll. Jetzt mal nicht aufs Design achten, diese wird es hier nicht. Es muss schon eine etwas höhere sein. Und wenn es geht, das Ganze nachher noch oben mit dem Deckel, sodass man das im Wohnbereich dann auch irgendwo bequem stehen lassen kann und die Kinder nach Lust und Laune dann auch mal reinschauen können oder wenn man noch so kleine Sachen findet. Die Kinder haben mal irgendwas ganz Besonderes noch gemalt oder weiß ich nicht, irgendwelche Tickets oder irgendwo, sodass, wenn dann hier jeder so sein kleines Fach hat, die dann da reinwandern können und man dann zum Jahresende oder in ein, zwei Jahren mal nachschaut, was sich so alles da drin angesammelt hat und mal sehen, wie das Projekt sich so über die Jahre gestaltet. So, den Anfang hat mein Schwiegerpapa gemacht, der durfte jetzt der Erste sein, der so ein Albumbesitzer wird. Sagen wir es mal so, ich habe die ganzen Bilder alle ausgedruckt und diesen Block recht gut geflöht. Ich denke auch, dass jedes Familienmitglied ein anderes Design bekommt, weil nee, eine Art davon reicht. Es soll ja eine bunte Kiste werden. Hier habe ich die 3D-Rahmen aus diesem Block. Ich hatte den Block ja schon mal vorgestellt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwo eine Seite finde, die... Ja, genau, hier. Hier ist zum Beispiel ein Rahmen, wo man das Innenteil rausnimmt und nur den Rahmen hat. Das Ganze klebt man dann auf den zweiten Rahmen und das Ganze kommt dann auf das dritte Bildchen geklebt. So kommt das Ganze dann etwas höher. Dann kann man noch ein paar zusätzliche Accessoires darauf kleben und schon hat man einen wundervollen 3D-Effekt. Ich mal schauen, ob man das so sehen kann. Hier zum Beispiel. So, in diesem Fall habe ich jetzt aber nicht oder fast nie die Bilder von diesem Block verwendet, sondern habe da unsere eigenen Bilder reingemacht. Habe also den Rahmen ganz normal. Ja, kriege das jetzt hier hin. Mal klappt es und mal klappt es nicht. Also manchmal sind die Stanzteile ziemlich fest. Hier zum Beispiel habe ich jetzt nur den Rahmen verwendet und da unser Bild reingemacht. Und das Ganze dann auf diesen Rahmen geklebt und noch die zusätzlichen Accessoires, sodass das richtig... Ach so, und dann natürlich noch ringsrum ausgeschnitten und dann... Oh, mal schon mal bitte wieder rausnehmen. Nicht, dass wir das vergessen. Sodass es dann nachher so aussieht. So, ich habe hier diese Pocket-Taschen sind, glaube ich, vier. Ich
habe hier in jeder kleinen Tasche einen zusätzlichen Tag drin. Diese Tags sind dann, das ist zum Beispiel noch mit einem blauen kleinen Brand hier versehen. Hier vorne habe ich das Designpapier, das kraftfarbene Papier aus dem Action verwendet. Habe mir das immer auf die Höhe hin, so wie ich das haben wollte, habe mir das Ganze dann umgeschlagen und verklebt. Hier habe ich ein Bildchen, wo sie eine Laterne anmachen. Das Ganze dann natürlich schwarz ummantelt. Mit ganz normalen kraftfarbenen Papier habe ich diese Text hier gemacht. Hier vorne ist das Motorrad von dem Opa drauf. Erst hatte ich überlegt, die ganzen Kanten abzurunden, aber nö, dieses Mal, glaube ich, lasse ich das so. Ich habe immer versucht, die Brands in den passenden Farben, aber es klappt leider nicht immer. Man kann nicht immer alle Farben haben. So, hier dieser mit dem Bus drauf. Der ist aber original aus dem Block. Dann haben wir hier den mit der Party. Jetzt kommt der Tag, wo die Oma versucht, das Auto zu reparieren. Ah. Und sie dann am Ende des Tages entweder gewonnen hat oder verloren. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das Bild denn deuten kann. Hier unten habe ich dann einfach die bunten Pfeile drauf, weil irgendwie habe ich hierfür keinen Rahmen gefunden. Habe es dann ganz normal mit der Zackenschere ausgeschnitten und habe hier unten zur Verzierung noch den bunten Rahmen draufgeklebt und fertig war der Tag. So, dann ist hier der Opa mit seiner Augen. Oh, mit seiner Mama drauf. Ist für die Kinder auch total interessant, immer zu sehen, wer ist denn die Mama vom Papa und so weiter. Hier ist der Opa in ganz jungen Jahren drauf. Seinen größeren Tag, da kann man dann noch seine Sachen dazu schreiben. Das Personalisieren mache ich dann nachher, wenn die Kamera aus ist. Hier auch ein Familien. Oma und Opa zusammen auf einem Bild. Das Ganze ist immer total cool gemacht, wenn da hier oben so diese Sprechblasen drauf sind. Hier der Opa über den Dächern von Berlin. Total genial. Da haben sich die Kinder richtig drüber gefreut, wie er das da oben so macht. Hier ist ein Babybild von meinem Mann. Den fand ich total süß, der musste unbedingt. Das ist aber original aus dem Blog, also kein Familienbild, aber manchmal kann man solche Elemente auch irgendwo mit einfließen lassen. So, und ganz zum Schluss kommt dann noch ein paar Babybilder, die ich dann einfach mit diesem Element hier festgemacht habe. So, das Ganze habe ich hier hinten einfach nochmal verstärkt, sodass es, wenn es dann in dieser Box hier drinne steht, auch gerade steht und nicht zusammenbricht. Und schon ist unser erstes Familienmitgliedsalbum Pocket Taschenalbum fertig. Ich werde mich jetzt umschauen nach noch mehreren solchen Sachen oder mir da ein paar andere Ideen noch für die anderen Familienmitglieder ausdenken. Und ich finde, das ist mal ein Projekt, was auch etwas, ja, was etwas zeitaufwendig ist, aber auch wirklich mega viel Spaß macht, weil da alle mitarbeiten können. Und jeder kann da mal schauen und sagen, oh ja, das Bild möchte ich von mir haben oder das möchte ich von mir haben. Und damit bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Achso, wenn ihr wissen wollt, wie dieses Album gebastelt wird, ich kann euch das da oben gerne verlinken. Ich habe das Ganze schon mal in rosa gemacht. Das verlinke ich euch da oben. Die Maße stimmen dann nicht ganz, weil das, aber das könnt ihr auf die Maße dann einfach hinrechnen. Ihr könnt euch die Pockets in so groß machen und ihr könnt euch die auch in so klein machen. Da muss man dann einfach die Maße plus oder minus rechnen. So, ihr Lieben, schönen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt und sage bis dahin tschüss.